In diesem Tutorial werde ich zeigen, wie man die Character und die Character Hacks Funktion in ReadyReplace benutzen kann, um Unix-Zahlenumbrüche mit Windows-Zahlenumbrüchen zu ersetzen und umgekehrt. Wenn man Zahlenumbrüche in Unix-Systemen mit denen von Windows vergleicht, sieht man, dass die Unix-Umbrüche aus einem einzigen Symbol mit der ASCII-Nummer 10 bestehen und die Windows-Umbrüche aus zwei Symbolen mit den Nummern 13 und 10 bestehen. Wenn man also eine Mac- oder Linux-Textdatei mit dem Windows Notepad öffnet, werden die Zahlenumbrüche falsch dargestellt, zum Beispiel als kleine Vierecke. In diesem Tutorial zeige ich, wie man dieses Problem leicht mit ReadyReplace beheben kann. Lasst uns einige Mac-Dateien in ReadyReplace reinziehen. Return auf die ausgewählte Datei öffnet sie und wir können sie uns anschauen. Wir sehen diese Rechtecke, welche Mac-Zahlenumbrüche mit der ASCII-Nummer 10 sind. Der Windows Notepad weiß aber nicht, was er damit anfangen soll. Um das zu lösen, klicken wir doppelt in das Ersetzen-Feld und definieren: Finde den speziellen Charakter mit der Nummer 10, welches ein Unix-Zahlenumbruch ist, und ersetze ihn mit zwei Symbolen, die der ASCII-Nummer 13 und 10 entsprechen, welches der Windows-Zahlenumbruch ist. Wir können hier auch das Hex-Charakter benutzen und geben die Zahlen 13 und 10 in hexadezimaler Schreibweise ein, also D und A. Wir können auch kleine Buchstaben verwenden oder 0D und 0A schreiben. Natürlich können wir hier auch einfach Return drücken und so einen Windows-Zahlenumbruch produzieren. Im Suchenfeld müssen wir aber den Character-Befehl schreiben, weil wir dieses Symbol nicht einfach mit der Tastatur eingeben können. Okay, addieren wir das. Hier kann man sehen, dass dieser Zahlenumbruch tatsächlich aus zwei Symbolen besteht, welcher in der Liste als kleine Striche angezeigt wird. Es stehen 11 Ersetzungen pro Datei aus. Klicken wir eine an und drücken Enter, um sie zu öffnen. Sieht noch wüst aus. Gehen wir zurück und führen die Ersetzungen aus. Schauen wir uns diese Datei jetzt an, so sehen wir, dass alle Zahlenumbrüche nun richtig dargestellt werden. Die Ersetzungen wurden für alle Dateien gemacht. Natürlich kann man dies für eine beliebige Anzahl an Dateien machen, die dann nacheinander abgearbeitet werden. Bei den gespeicherten Aufgaben habe ich diese Definition schon eingetragen, damit man schnell auf sie zugreifen kann.